Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte Mauer der Toten unter die Map könnt und so easy Highruns erspielen könnt, da ihr nicht sterben könnt. Hierfür braucht ihr Heilaurer mindestens auf Stufe 3, Stimshots und das Bowie Messer, also Nahkampfklasse, ich glaube auf Stufe 3 war das auch. Dann lasst ein Zombie am Leben und bringt den dorthin, wo ich bin und lauft hier lang, so wie ich. Dann kommt der Zombie von oben, Leute, und dann müsst ihr, wenn er an der Position ist wie bei mir, rennen und messern. Nicht springen. Dann fliegt ihr in die Luft, so wie hier im Video. Und wenn ihr dann dort landet, wo ich lande, dann seid ihr auf dem perfekten Spot. Hier oben aktiviert dann eure Heilaura, dann lauft den Weg, den ich laufe. Hier an der Seite aktiviert eure Stimshots, falls ihr down geht. Springt bei den Bäumen runter hier in dieses Loch. Und hier müsst ihr wieder so ein kleines Stückchen rückwärts laufen. Und ihr fallt komplett runter, Leute. So. Wenn ihr dann hier seid, kriegt ihr keinen Damage mehr und wenn ihr hier raus wollt, dann könnt ihr einfach die Zipline hier rechts benutzen und ihr seid wieder oben auf der Map. Wenn ihr dann hier unten seid, Leute, dann seht ihr, dass die Zombies jetzt nicht perfekt an einer Stelle sich versammeln. Und um das zu fixen, geht ihr einfach zum Wandkauf, der auf der Karte markiert ist, rechts von mir jetzt auf der Karte. Da seht ihr diese kleine Pistole. Und um darüber zu kommen, könnt ihr einfach hier über diese Mauer klettern und ihr seid dort, Leute. Wie ihr seht, laufen die Zombies aber immer noch so nach links und rechts und um das zu fixen, Leute, geht einfach hier in Richtung Wand, wo ich einmal hinlaufe und die Zombies kommen unter euch. So, wenn ihr jetzt hier runter geht, kriegt ihr links und rechts Damage, aber wenn ihr dort steht, wo ich stehe, dann kriegt ihr keinen Damage, nur die Zombies laufen dann wieder weg. Dieser Spot ist halt nur gut, um Sachen vom Boden aufzählen, wie zum Beispiel Munition, wenn ihr die Bosse tötet. Wenn ihr jedoch jetzt hier oben steht, dann seht ihr, dass die Zombies sich alle an dieser Wand versammeln und ihr könnt die easy töten. Ich würde euch hier die Wunderwaffe auch empfehlen, weil die macht einfach sehr viel Damage. Und als Zweitwaffe könnt ihr eine Waffe nehmen mit Schmetterexplosion, weil wenn ihr eine Horde Zombies da habt, schießt ihr einmal rein und die sind alle tot. Wie ihr seht, könnt ihr auch die Drops aufheben hier unten und den Loot, der vor euch liegt, könnt ihr auch aufheben. Einfach ducken, nach links und rechts laufen und aufheben. Was ja auch sehr gut funktioniert, ist der Giftpflanzenglitch. Und zwar geht ihr dann hier nach unten, platziert die auf dem Boden und dann sterben auch eine Menge Zombies aufgrund eurer Giftpflanze. So könnt ihr dann unendlich viele Highruns spielen und wenn Boss-Zombies kommen, dann seht zu, dass die nah an der Wand sind, sodass die Munition nah an die Wand gedroppt wird, sodass ihr die von dort aufheben könnt. Ansonsten, wenn ihr gar nicht den Stress mit Munition haben wollt, dann nehmt euch C4 mit und ihr könnt hier den unendlich C4-Glitch benutzen. Ich würde mindestens 2 Stück mitnehmen, wenn ihr noch nicht so geübt da drinnen seid. Dann werft den C4 hier an die Wand, wo ich ihn hinwerfe, Leute. Und sobald das C4 an der Wand ist und dort steht, aufnehmen, müsst ihr das C4 aufnehmen und direkt danach dagegen schießen. Das C4 explodiert dann und ihr habt das noch im Inventar. Also könnt ihr es unendlich oft benutzen. Also aufnehmen und direkt danach schießen. Aber wie gesagt, wenn ihr noch nicht so geübt in diesem C4-Glitch seid, nehmt lieber 2 Stück mit mindestens. Ihr könnt auch 3 mitnehmen, weil wenn ihr das einmal verhaut, ist euer C4 weg. Und wenn ihr dann keinen Bock mehr habt und evakuieren wollt, so wie ich jetzt, dann klettert einfach hier wieder hoch, schaut euch um, wo die Zipline ist. Ah, da ist sie, dann lauft dahin, Leute. Und dann könnt ihr die Zipline benutzen und ihr könnt hier einfach hoch und evakuieren. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.